Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Jeder hat ja so seine Favoriten bei den Elektroautos. Der eine steht auf Tesla, andere schwören auf den VW-Konzern, wieder andere sind Fans der Koreaner, Kia oder Hyundai. Und dann gibt es ja noch die Chinesen. Gerade erst habe ich zum Beispiel den MG Marvel getestet. Und dieses Jahr kommen noch BYD oder NIO aus China zu uns nach Deutschland. Ja, meine Top 10 unter 35.000 Euro. Die habe ich euch ja vor ein paar Wochen zusammen mit Matthias Gruber vom InstaDriver auch schon präsentiert. Aber was sind denn wirklich die beliebtesten E-Autos in Deutschland? Persönliche Vorlieben sind ja immer subjektiv. Was sagen denn die Zulassungszahlen, also harte Fakten? Die Auflösung gibt es in diesem Video. Sie könnte euch vielleicht überraschen, deswegen dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, die deutschen Autobesitzer, die setzen tatsächlich immer öfter auf Strom. Man glaubt es ja gar nicht. Aber bei den aktuellen Spritpreisen, da ist das irgendwie auch kein Wunder. Wenn wir uns mal die reinen Zulassungszahlen des Kraftfahrtbundesamtes für das erste Halbjahr 2022 anschauen, dann sehen wir, dass von allen zugelassenen Autos in diesem Jahr bisher fast 14% rein elektrisch sind. Und das, obwohl der Automarkt insgesamt in diesem Jahr weiter im Rückwärtsgang ist. Denn in Summe wurden 11% weniger Pkw zugelassen als letztes Jahr um die gleiche Zeit. Elektroautos haben allerdings gegen den Trend zugelegt, und zwar um satte 12,5%. Trotzdem liegt der Anteil an reinen E-Autos, also jetzt mal ohne Hybride, bei gerade mal rund 1,4% in Deutschland. Da ist also noch echt viel Luft nach oben. So, aber jetzt mal wie versprochen, die 10 beliebtesten E-Autos in Deutschland, Zulassungszahlen lügen ja nicht. Den 10. Platz in der Bestsellerliste belegt ein Premium-Auto aus Ingolstadt. Der Audi e-tron schafft 5.590 Neuzulassungen im ersten Halbjahr wohlgemerkt. Da kann man mal sehen, dass schwere, riesige und erst recht teure SUV eine relativ große Zielgruppe haben. Und Audi verkauft jedes Jahr mehr von dem Schiff. Die inneren Werte sind beim e-tron aber auch einfach gut. Und von daher verdienter Erfolg für Audi. Mit dem Skoda Enyaq fährt ein Elektroauto aus Tschechien auf den Platz 9 in der Beliebtheitsliste. Der Skoda Enyaq, der kommt auf 5.940 Neuzulassungen im ersten Halbjahr. Und das SUV, das startet preislich bei gut 42.000 Euro und entpuppt sich in der Praxis für viele als der gelungenere ID.4. Im Reichweitentest, rein auf der Autobahn, da hängt der Enyaq zum Beispiel die deutlich teurere Konkurrenz von BMW und Mercedes locker ab. Platz Nummer 8. Ja, geradezu ein E-Auto-Klassiker ist die Renault Zoe auf Platz 8 der beliebtesten E-Autos. Das war auch schon mal anders, da lag sie sogar lange Jahre auf Platz 1. Die Zoe gibt es ja schon 9 Jahre und bis vor ein paar Jahren war in dem Segment die Konkurrenz eben so gut wie nicht vorhanden. Mittlerweile hat Renault es aber doch echt schwer, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen und das zeigt sich knallhart in der Beliebtheit. Die Zoe wirkt für viele einfach insgesamt so ein bisschen altbacken. Platz Nummer 7. Ja, einer dieser neuen Konkurrenten für die Zoe ist der VW ID.3. Mit diesem Auto wollten die Wolfsburger ein preiswertes Alltags-E-Auto unter die Kunden bringen. Ja, mit rund 38.000 Euro Einstiegspreis ist das mit dem Preiswert allerdings irgendwie auf der Strecke geblieben. Das reicht aber noch für Platz 7 bei den Neuzulassungen im ersten Halbjahr. 6.084 Stück wurden verkauft. Im Vorjahr, da waren es allerdings doppelt so viele. Platz Nummer 6. Auf 6.531 Neuzulassungen, da kommt der Corsa E aus dem Hause Stellantis. Der Opel landet damit leider nur im Mittelfeld. Der Kleinwagen mit den kompakten Maßen ist eigentlich preislich ab ca. 30.000 Euro total interessant. Eigentlich hätte er einen besseren Platz verdient, aber ihm fehlt vielleicht irgendwie die Coolness. Platz 5. Nochmal Volkswagen, nochmal ID-Familie. Das Kraftfahrtbundesamt weist die Modelle ID.4 und ID.5 in seiner Statistik leider zusammen aus. Also sie kommen zusammen auf 7.028 Neuzulassungen. Damit landen sie auf Platz 5 in unserer Beliebtheitsliste. Gute Reichweite, ordentliche Ladeleistung und eben deutsche Qualität, das sind die Punkte, um die Leute hier zu überzeugen. Aber nicht so pralle die Software. Soll aber ja alles besser werden, wenn das Update auf Version 3 erstmal überall ausgerollt ist.
Platz Nummer 4. In der vorderen Hälfte der Top 10, da findet sich Tesla mit dem Model Y und 7.458 Neuzulassungen. Die Preise starten hier bei knapp 57.000 Euro, nicht ganz billig. Das Model Y rollt auch inzwischen Made in Germany aus Grünheide vom Band und da darf man gespannt sein, wie sich die Zahlen über den Rest des Jahres entwickeln, wenn die Produktionsmengen in Grünheide langsam ihr vorgesehenes Limit erreichen. Wir hatten ja zwei Lockdowns in China und entsprechende Lieferschwierigkeiten. Also da dürften die Zahlen niedriger sein, als sie durch die reinen Bestellungen sein könnten. Platz Nummer 3. Auf Siegertreppchen, da fährt ein Koreaner, nämlich der Hyundai Kona Elektro. Der landet mit insgesamt 7.587 Neuzulassungen auf Platz 3. Der Kona ist mit seinem Einstiegspreis ab 36.400 Euro mit der kleinen Batterie auch für deutlich mehr E-Auto-Interessierte zugänglich als die Teslas zum Beispiel. Das Preis-Leistungs-Verhältnis, das stimmt hier einfach. Platz 2. Etwas günstiger als das Model Y ist Teslas Model 3, das es ab einem Einstiegspreis von aktuell rund 50.000 Euro gibt. Damit ist die Mittelklasse-Limousine auch beliebter und landet auf dem zweiten Platz im aktuellen Bestseller-Ranking mit 10.801 Neuzulassungen. Ja, und jetzt der Überraschungssieger auf Platz 1, es ist der Fiat 500e. Im Vorjahreszeitraum, da hat es der Fiat aus Italien ja nicht mal unter die Top 10 geschafft und dieses Jahr mit 11.278 Stück gleich auf Platz 1. Ja, da waren die Italiener wahrscheinlich selber etwas geflasht. Ja, dass der Fiat das beliebteste E-Auto in Deutschland ist, das hat meiner Meinung nach ganz viele Gründe. Da ist zum einen das unglaublich stimmige Design, dann die gute Reichweite, je nach Fahrprofil sind ja von 200 bis 250 Kilometer echt jede Menge drin. Und mit 85 kW, da lädt er auch noch extrem schnell für seinen kleinen Akku. Und das schlagende Argument, das dürfte aber dann der Preis sein und seine geringe Größe natürlich. Und das macht alles in allem ihn zu einem idealen Stadtauto mit Ambitionen für die Mittelstrecke. Und wenn ihr mein Video bei der ED1000 gesehen habt, dann wisst ihr ja, dass auch 1000 Kilometer mit dem Fiat 500e kein Problem sind. Da zeigt sich also, E-Autos müssen preislich für die breite Masse zugänglich sein und sind am besten keine SUV. Liebe Hersteller, es ist doch so einfach. Wenn ihr euch überlegt, euch vielleicht ein Elektroauto zuzulegen, es vielleicht aber nicht gleich kaufen wollt, dann habe ich hier einen Tipp für euch. Mit InstaDrive ist der Einstieg in die Elektromobilität für euch komplett unkompliziert und ohne Risiko. Einfach ein Auto aussuchen, konfigurieren und als Abo bestellen. Keine versteckten Kosten und am Ende der Laufzeit einfach zurückgeben. Im Monatspreis sind alle Kosten wie Wartung, Versicherung oder Reparaturen schon enthalten. Und die Förderung ist auch schon drin. Und falls ihr noch überlegt, ob ihr die THG-Quote für euer E-Auto in Anspruch nehmen wollt oder nicht. InstaDrive bietet jetzt als einziger Anbieter die volle Förderquote für euch, also 100% ohne jegliche Provisionsabzüge. Das sind mal eben satte 475 Euro. Entweder streicht ihr die komplette Prämie für euch alleine ein oder ihr unterstützt eins der gemeinnützigen Projekte, zum Beispiel vom Roten Kreuz, der Umwelthilfe oder den Tafeln. Da kann ich nur sagen, so macht die THG-Quote absolut Sinn. Ja, viele von euch fragen sich jetzt bestimmt, wird sich der Trend zum E-Auto eigentlich abschwächen, wenn dann im nächsten Jahr die Förderung reduziert wird? Wird der E-Mobilität dadurch quasi der Stecker gezogen? Ich glaube ja, da muss man sich jetzt keine großen Sorgen machen, denn laut verschiedenen Umfragen, da sieht es nicht so aus, im Gegenteil. Also rund 30% der Deutschen geht auch jetzt noch davon aus, dass ihr nächstes Auto rein elektrisch sein wird. Und warum das? Ganz vorne liegt als Kaufargument mit 42% die Umwelt. Dann kommen für 25% die geringen Unterhaltskosten und Steuervorteile sagen immerhin noch 10%. Und bei den Herstellern, da liegt übrigens der VW-Konzern mit seinen Marken VW, Skoda oder Seat mit 35% ganz vorne, wenn es darum geht, welche Marke denn das neue E-Auto haben sollte. 25% können sich für Audi, Hyundai oder Kia begeistern. Tesla knapp dahinter mit 24%, BMW liegt bei 21%, Mercedes 19%, übrigens gleich auf mit Renault. Das stärkste Gegenargument, warum sich die Leute kein E-Auto kaufen, ist übrigens auch jetzt schon, wo die Förderung noch gilt, der Preis. Die E-Autos müssen einfach günstiger werden, sonst kann sich die bald keiner mehr leisten. Danach folgt die fehlende Ladeinfrastruktur und dann erst die geringere Reichweite. Ja, interessant finde ich, dass die Reichweite als Gegenargument immer weiter nach hinten rückt.
Ja, interessante Ergebnisse finde ich. Und der Platz 1, nun ja, ich hatte ihn ja schon bei meinen persönlichen Vorlieben auch auf Platz 1 gesehen. Von daher fühle ich mich hier natürlich total bestätigt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.